Ja, Dennis, Dickmeier, wieder im Training. Du bist wieder ein halber Fußballer zumindest. Wie geht's dir im Moment? Ein halber hört sich gut an. Ich bin wieder ganzer sein. Nein, also mein Fuß ist schon wieder sehr gut. Also ich habe eigentlich gar keine Schmerzen mehr. Bin jetzt im Aufbautraining mit Markus Günther. Schon ein bisschen am Ball, ein paar Steigungsläufe und habe ein sehr gutes Gefühl und hoffe natürlich, dass ich bald wieder dabei bin. Aber man muss ja realistisch bleiben und die Hinrunde wird leider nichts mehr, aber dass ich dann im Trainingslager wieder voll angreifen kann und zur Runde wieder topfit bin. Was sagen die Ärzte? Alles verheilt soweit? Ja, alles sieht sehr gut aus. Ich habe natürlich nochmal ein Kontroll-MRT, bevor ich ins Mannschaftstraining einsteige. Aber bis jetzt sind wir auf einem guten Weg. Apropos guter Weg, du hast dich während deiner Verletzung jetzt auch entschieden, beim HSV zu bleiben. Genau. Warum eigentlich? Man könnte ja sagen, in der Verletzung erstmal abwarten, was danach so passiert. Ja, ich habe ja schon in den letzten Wochen viel darüber geredet. Ich habe ja schon immer gesagt, dass der Hamburg, also dass der HSV mir sehr am Herzen liegt und dass ich immer gesagt habe, dass ich gerne hierbleiben möchte. Und ich habe mit meiner Familie viel nachgedacht und wir fühlen uns einfach wohl hier und wollen unbedingt hier bleiben, weil der Verein ist einfach super, ist eine super Stadt und super Fans und deswegen wollen wir hier bleiben und wieder voll angreifen dann zur Rückrunde. Hast du eigentlich nach dem Pokalspiel gegen Köln die Hoffnung, dass du mit den Jungs nach Berlin fahren kannst dann? Als, wirklich als Aktiver, dann bist du ja wieder fit. Ja, klar war das gestern. Sehr toll, dass wir gewonnen haben. Das ist natürlich für den Verein überragend in der nächsten Runde. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein gutes Los kriegen und dann ein gutes Spiel machen. Und dann sind wir immer einen Schritt näher Richtung Berlin. Also da bist du aber wieder dabei im Viertelfinale dann genau, im Februar, ne? Da bin ich wieder dabei. Also du, für dich gilt jetzt praktisch Januar, Trainingsstart. Also ich hoffe, dass ich die letzte Woche im Dezember nochmal mit der Mannschaft eine Woche trainieren kann. Und dann gibt es ja schon das Trainingslager danach weiter.